So. Ist mal auf spontan, letzte Daily Shop 2019. Aha. So. 5-Euro-Paket. Ja gut, das dürfte man kennen halt, ne? Fortnite-Polarlegenden. Gegenstände beruht nach. Brauchen wir jetzt nicht. Seht ihr ja, was da vorgezeigt ist. Sehr schön. Schadenfeuer ist auch ganz wundervoll. Neuer Skin. Das war der auf Instagram war. Polarpatrouille. Okay. Zu fett. Also, ich könnte nicht mitspielen. Dann Fischzapfen als Spitzhacke. Was willst du machen? Die doppelseitigen. Die Doppelspitzhacken sind halt beliebt geworden. Kombo-Klingen haben wir hier noch. Den Mac-Anführer, der, okay. Ja, cool. Wer halt ein Reminder an das Event haben will, kann sich den holen. 1, 1, 6. 1, 6. Achso, weil noch ein Emote, okay. Ja, okay, so. Und dann noch die Mac-Tarnung. Naja, die sieht aus wie diese. Was war das für eine Tarnung? Weiß gar nicht mehr. Neujahr, glaube ich. Oder irgendwie. Nee, World Cup-Tarnung, genau die war das. Die World Cup-Tarnung sah genauso aus. Dann Magma ist eine coole Tarnung, nach wie vor. Gehen wir mal durch. Coole Tarnung. Sperrspezialistin. Na gut, ein Schwitzer-Skin. Wer einen Skin haben will, der Season 1 eingeführt wurde, kann sich den holen, aber ist halt ausgelutscht. Season X wurde der eingeführt. Ach, keine Ahnung. Ist der meins, aber für 800 V-Bucks. Doch, ist ein ganz cooler Skin. Sternparty. Okay. 500 V-Bucks. Weiß ich nicht. Die ganze Tarnung, weiß nicht, ob sich das lohnt. Man kriegt durch den Battle Pass schon kostenlos und dann für Tarnungen Geld rausschmeißen. Nee, ist nicht meins. So, einfach einhändig. Ja, das ist der scheiß Zahnseide, einfach nur einhändig. Und Jazzhände. Gut. Mehr ist das nicht. Hier die ganzen Star Wars Pakete. Die ganzen Moneymaker. Ich glaube, die dürftet ihr alle kennen. Nichts Besonderes mehr. Viel zu viel. Viel zu viel. Gut, wer auf Star Wars steht, der kann es ja machen, aber. Naja, ob sich das so gut in Fortnite einfügt. Und dann halt noch die verschenkten Dinger hier. So. Das war's aus 2019 für mich. Mit einem Fortnite-Video hätte ich auch nicht gedacht, aber so hat's mal angefangen, muss man sich vorstellen. Ansonsten, ich wünsche euch noch ein schönes Ende vom Jahr. Ich kann mich nicht mehr als bedanken für 2019. Also auf jeden Fall für den Anfang, bevor ich inaktiv gegangen bin. Und da würde ich sagen, auf ein doppelt so gutes 2020. Ja, wir sehen uns 2020, ne? Haut rein.